Sinne. Was sagt der Alf dazu? Du warst früher einmal ein Schützenjäger, hast nichts ausgelassen und heute bist du anders drauf. Jetzt suchst du die wahre Liebe. Also, ja, ich meine, ich sag einmal, du bleibst Single, du gehst zu einem Therapeuten, ihr zwei lebt so einen Fetisch aus. Ja. Aber, das war die jetzt die Kurzanalyse von Alf. Ich war kein Schützenjäger, ja, ich habe halt gelebt. Hallo, Dre. Ich habe eine 5-jährige Beziehung hinter mir, eine 4-jährige Beziehung, noch eine 4-jährige Beziehung. Heute ist mir Treue sehr wichtig, sexuelle Treue vor allem. Ja. Wenn ich eine zweite Liebe brauche, damit ich merke, meine erste muss gestärkt werden oder so, bitte wo leben wir denn? Ich meine, für mich persönlich, wenn es für euch, wenn es euch glücklich macht, sehr schön. Ja. Ich wünsche jedem Menschen, dass er glücklich ist in einer Beziehung. Ja. Aber eine offene Beziehung zu leben, eine offene sexuelle Beziehung, ja, ist für mich unmöglich. Ich habe leider eine gehabt. Das war meine letzte Beziehung, die ich hinter mir habe. Ich bin seit 6 Monaten Single. Anschriften sind erwünscht. Falls ich einer Dame gefalle von den Zuseherinnen. Wie bist denn du so als Partner? Ich bin Gentleman, total. Ich hole einer Frau die Tür auf, ich zahle einen Kaffee im Kaffeehaus, ich zahle die Rechnungen. Ich bin treu. Ich bin auch mir gegenüber treu, ja, mir selbst treu, würde mir am nächsten Tag im Spiegel wieder ansehen können und sagen, oh, ich hab mich gern. Und ich sage auch, was dir fehlt, das gib anderen und du wirst es erhalten. Ja. Ist es oft so, dass ihr mit dieser Kritik konfrontiert seid? Ja, also wenn man sagt, was ist das für ein Fetisch, ihr seid doch, ihr müsst doch krank sein. Was ist das? Das hat doch nichts mit Liebe zu tun. Ja. Dann könnt ihr gleich euch trennen und machen, was ihr wollt. Und mir ist es halt genau andersrum. Bei mir sagen, hey, ganz ehrlich, dieses Besitzdenken, das hat doch nichts mit Liebe zu tun. Wenn ich meinen Partner liebe, dann gönne ich dem den Spaß seines Lebens. Und ob das jetzt sexuell ist oder beim Sport oder was auch immer, es liegt ja nicht in meinem Ermessen, ihm vorzuschreiben, was er tun darf und was nicht. Ist das so eine Frage der Reife? Kann man das, weil du gesagt hast, das ist nichts für Weicheier, muss man da schon so eine nächste Stufe erleben, dass man das kann? Also andersrum gesagt, die Frage mit dem, was ist, wenn was Besseres nachkommt? Also diese Angst ist doch immer da. Also weil, immer nicht tatsächlich, weil wir dann uns drüber unterhalten. Und wenn der Andi dann sagt, schau mal Schatzl, meine ganzen Zielbilder bis zum Ende meines Lebens sind immer mit dir, egal was da, welches Blümchen da am Wegesrand daher erwachsen, dann haben wir so ein starkes Commitment miteinander. Dass das, und es besser, schlechter, wie wollen wir Menschen miteinander vergleichen? Es gibt ja keine Frau, die besser ist oder schlechter, es gibt nur Frauen, die sind anders. Und Männer. Ach ja. So, bitte, was wolltest du sagen? Seid ihr verheiratet, oder? Ja. Ja, wo habt ihr geheiratet? Im Sparifo-Verein und der Priester? War das SpongeBob oder was? Oder? Schau, das Thema ist. Ich meine, vor einem Standesbeamten oder vor einem Priester verspricht man sich doch die Treue, oder? So haben wir das, von unseren Eltern auch gelernt. Genau. Und so haben wir es auch gemacht. Okay, ja. Und Treue bedeutet für uns sehr stark, wir sind uns selber treu. Das heißt für uns Treue, wir sind unserer Liebe treu. Treue hat mit Sexualität null zu tun. Man sagte immer, es ist sowieso niemand mehr treu. Also du hast ja, vielleicht habe ich es falsch formuliert mit dem Schützenjäger, aber du hattest Beziehungen und warst nicht treu. Okay. Na, ist es, hast du dich da, das war immer heimlich. Es ist auch passiert im Jugendlichen, Leichtsinn oder Substanz induziert. Weil da braucht man sowieso eine Bewunderung auch und ich bin ein toller Hengst. Und das ist sowieso, ich bin Löwe, ne? Ich habe ein starkes Ego. Oder Eifersucht oder so weiter. Das sind alles Zeichen von mangelndem Selbstvertrauen. Ganz genau. Wenn ich mir heute selber vertraue und selbstbewusst bin, ja, die kann ruhig zu einem anderen gehen, der ist ja nicht besser. Das schafft keiner. Du bist der Beste, ne? Der Beste. Natürlich. Okay, also vielleicht musst du deine Meinung revidieren, weil gleich. Gleich kommt mein lieber Alf. Gleich kommt Juan.